Moin Leute, herzlich willkommen zur nächsten Folge hier bei SimCity 5 und ja, wir sind immer noch am Geld verdienen. Ja, wir versuchen zumindest mehr zu verdienen als auszugeben und ich bin am Überlegen, ob wir das nicht irgendwie noch ein bisschen optimieren können. Also Prozessoren schaffen wir 4800 Kisten am Tag. So, 4800. Und wir benötigen 1200. Wir benötigen die Hälfte davon. Vielleicht können wir auch die Hälfte der Ressourcen dann irgendwie verkaufen. Ich weiß nur nicht, ob man das so einstellen kann. Weil hier wird... Ja, hier sind auch immer Prozessoren, die hier lagern. Ansonsten stellen wir es hier mal so ein, dass das verkauft wird und dann behalten wir es mal so ein bisschen im Auge. Ansonsten haben wir vielleicht nicht genug Platz dafür. Oder können das irgendwie noch ein bisschen besser machen. So, gucken wir mal. Wenn das so natürlich dann ein bisschen stockt, ist das blöd. Aber überall haben wir halt immer genug Prozessoren. Von daher denke ich eigentlich mal, dass das okay wäre. So, jetzt müsste auch gleich wieder ein bisschen Kohle reinkommen. 280.000 haben wir jetzt. So, eine halbe Million, wenn wir die gleich haben, wäre das ganz angenehm. 368.000, das waren Prozessoren, die wir verkauft haben. Jawohl. Und da müsste dann eigentlich gleich nochmal ein Schwung kommen. Jawohl, TVs, 158.000. So, hier ist wieder geschlossen. Das ist schon ein bisschen nervig. So, 600.000. Na gut. Ich glaube, wir zwacken uns hier nochmal wieder ein bisschen Geld ab. Machen wir mal so 50-50 oder so. 350.000 nehmen wir mal mit rüber. Den Rest behalten wir mal da. So... Ach komm. Können wir nicht nochmal? Geht nicht nochmal. Warum? Ist aber auch egal. Vielleicht kann man immer nur eine Transaktion zur Zeit. Wir müssen erstmal warten, bis das hier angekommen ist. Und dann können wir nämlich mal wieder ein bisschen weiterarbeiten. So, wir haben ja auch ein Flugzeug gebaut. Ein Flughafen. Frachtterminal. So, und dann vielleicht noch eine zweite Rollbahn und dann sollte das hier für den Flughafen erstmal in Ordnung sein und reichen. Und eigentlich können wir überall zwischendurch auch dann nochmal grüne Gebiete ziehen. Denn Einwohner... Ist ja egal, im Prinzip ist es ja wurscht, ob wir hier ob wir hier jetzt Touristen haben oder Einwohner. Hauptsache es gibt Geld. So, und wenn da irgendwo welche sind, wo wir den Platz brauchen, dann wird das einfach platt gemacht. Das ist ja nicht unser Schaden dann. Nur so können schon mal da welche wohnen, wo wir den Platz noch nicht benötigen. So, Brände. Dabei haben wir doch eine Feuerwehr. Gut, macht jeden Tag 2900 Verlust, das ist ja schön. Ich frage mich nur, warum das so ist. 5500 Verlust am Tag. Warum?
Es ist mir echt ein Rätsel, ne? Naja. Wenn man denkt, es kann nicht mehr schlimmer werden, dann wird man denn eines Besseren. Ach so. Also wir müssen die Stadt ein bisschen interessanter machen, damit hier überhaupt Leute hinkommen. Das ist ja auch mal interessant. So, was ich mal machen würde, ganz gerne, boah, 387 Einwohner haben wir nur. Wie kann das denn sein? Hier ist doch alles voller Häuser. Also es ist ja wenig. Also wir brauchen diese verdammte Tourismusabteilung. So, wie wäre es, wenn wir hier mal irgendwie was... Ja, irgendein Wahrzeichen oder so bauen. Irgendwie müssen wir damit ja mal anfangen, aber das geht ja wieder nicht. Weil wir da keine Genehmigung für haben, weil wir halt diese blöde Tourismusabteilung brauchen. Hätten wir die mal gebaut, bevor wir diese Sicherheitsabteilung gemacht hätten. So, wie wär's denn mit einer Kirche? Moschee. Moderner Tempel. Also Kirchen gibt's ja sowieso ganz viele in Las Vegas. Das passt ja auch gut rein. Die kann auch zentrumsnah sein. Nicht unbedingt mitten am Strip, aber hier vorne. So, gibt auch keine, sind auch keine Ausgaben. Das ist doch schon mal schön. So, was haben wir hier noch? Glücksspiel. So, das gucken wir uns einfach mal den Assistenten an. Eine große Stadt braucht grelle Neonlichter. Befördern sie mit dem Bus, Zug und Flugzeug Touristen in die Stadt, damit sie in ihren Casinos ordentlich Geld ausgeben. Stecken sie sich die Gewinne ihrer kundengerechten und glitzernden Casinos in die Taschen. Behalten Sie die Kontrolle über den Verkehr und die Kriminalität Ihrer sündigen Stadt. Machen Sie so viel Geld wie ein einarmiger Bandit. Das ist ja wunderbar. Dieser Assistent, der hat uns ja richtig geholfen jetzt. So, ist das jetzt positiv? 1300? Wenn man hier, das sind wir jetzt positiv und gestern negativ, also das wäre ja schon nicht so schlecht. Wir können ja mal das laufen lassen. Ja, mittlerweile kommen hier auch wirklich viele hin. 1500. Also ich glaube, mittlerweile scheint es ganz gut zu laufen. Vielleicht sollten wir hier auch nochmal Casinos bauen. Und dann mischen wir die so ein bisschen. So, dass wir hier schöne Zimmer, Münzautomaten und einen Comedy Club wieder haben. Und meinetwegen auch noch einen Blackjack Tisch. So. Und hier vielleicht dann auch ein Schildchen, ein schönes. So, schöne Zimmer. Münzautomaten. Blackjack. Und eine Lounge. So, und dann werden wir nämlich mal zusehen, dass wir hier die Gewinne so ein bisschen hochkriegen, damit wir irgendwann auch mal diese Spielzentrale bauen können. Und natürlich auch ein paar Einwohner dazu bekommen. Damit wir dann unsere Tourismusabteilung bauen können. So, was ist das? Ja, ist richtig. Busbahnhof, ja, machen wir mal. Gute Idee.
Busbahnhof. Ja, das haben wir, glaube ich, in keiner der Städte wirklich. Das sollten wir nochmal nachholen. Ja, das können wir jetzt auch ruhig nochmal machen. Jetzt sind wir ja sowieso dabei, hier Leute in unsere Stadt zu bringen. Züge, Busse. Wir haben Shuttle-Bus-Depot, ne? Park and Ride. Keine Ahnung. Wir haben ja irgendwo hier so einen Busbahnhof. Hier vorne. Können wir hier vorne halt so ein Park and Ride nochmal hinbauen. Busbahnhof. Buskapazität 80 Sims. 100 Sims. Kaum Unterschiede, ne? So, dann machen wir hier mal sowas hin. Und das können wir dann eigentlich in fast jeder Stadt machen. So, und dann haben wir hier so ein... Das ist aus dem britischen Stadtset übrigens. Wärt ihr jetzt auch nicht selber drauf gekommen, ne? Wenn das so den Bus sieht. Mit den Union Jack. So, und damit das überhaupt was bringt, müssen wir das natürlich auch in anderen Städten machen, weil die fahren hier, glaube ich, dann auch teils raus. Ja, so ist es. Mensch, das lohnt sich ja jetzt schon. So, wie sieht's hier aus? Gewinne. Boah, Gewinn. Gewinn. Also, so langsam lohnt es sich. Ja, der Flughafen noch nicht ganz. So, und wenn wir es jetzt schaffen in den Regionen, hier vorne dann auch nochmal... Ah, da sind auch nur 660 Leute. Das soll eigentlich unser Gebiet sein mit den ganzen Einwohnern. Das klappt noch nicht so ganz. Aber das wird schon noch. Oh oh. So, ich wollte hier doch jetzt noch diesen Busbahnhof hinbauen. Damit die Leute brav in unsere Städte kommen. So, meinetwegen hier auch nochmal so ein Park and Ride. Und dann den großen. Und wenn möglich dann auch mit den vielen Bussen. Ja, lassen wir es mal lieber so. So viele Einwohner haben wir hier jetzt auch noch nicht. So, dann geht's weiter. Hier würde es sich richtig lohnen, denke ich. Denn hier haben wir ja mit die meisten Einwohner. So. Ja, die sieht wirklich mit am besten aus, die Stadt. Ist wirklich so. Oje, haben wir hier... Doch, Haltestellen haben wir hier auch überall. So, dann können wir nochmal gucken. Zentrumsnah am besten. Oje. Wobei, hier passt es gut hin, ne? Zu wenig Simoleons. Das ist ja auch ganz toll. Dass wir hier Minus machen, na, das ist natürlich unpraktisch. So ist es besser. Ja, 45.000, ich weiß gerade gar nicht. Das ist natürlich jetzt erst am Abend. Ja, dann müssen wir es hier kurz ein bisschen laufen lassen, weil hier würde es sich, denke ich mal, mit am meisten lohnen. Bahnhof haben wir ja hier oben gehabt, ne? Jawohl. Shuttle-Bus-Depot.
So, verlassene Gebäude haben wir hier ein paar. Hier waren wir echt lange nicht mehr in der Stadt, ne? Also... So, spätestens wenn das Messegelände hier ein bisschen was reingebracht hat, haben wir denn die Situation, dass wir hier auch vernünftig... Ach, den Scheiß. Nee, nee, danke. So, Vorrat für 21 Monate. Also das sieht ja noch ganz gut aus. Ja, und wir brauchen hier wirklich ein bisschen Geld. Da müssen wir jetzt wirklich mal ein wenig warten. Uiui. Das sind ja schon leichte Änderungen. So, wenn wir jetzt 4100 die Stunde dazu kriegen, brauchen wir auch nicht ganz so lange warten. So haben wir es natürlich wesentlich schneller. So, und einen Flughafen, Flugplatz wollen die hier auch haben. Die Frage ist wo, ne? Wir haben hier überhaupt keinen Platz mehr. Das haut nämlich nicht so wirklich hin. So, wir können ja mal so ein bisschen hier gucken. Ja, 400, 900 Passagiere am Tag, das ist ja wirklich nett. 1400 von außerhalb. Die Frage ist nur... ja, mit welchen Städten das so ist. So, wir können ja mal gucken, wo haben wir hier eigentlich unser Rathaus stehen. Das hier, ne? Ja. Da können wir leider auch nichts mehr upgraden. Ja, das ärgert mich wirklich, dass wir hier noch nicht diese Rathaus, diese Abteilung haben für Tourismus. Das ist wirklich ein bisschen ärgerlich. So, und dann haben wir es hier hoffentlich gleich mal geschafft. Und genug Kohle. Ja, wir warten noch danach. Also es ist schon, wäre schon praktisch hier noch abzuwarten, bis dieses Event hier auch fertig ist. Dann haben wir nämlich die Auszahlung dann auch. Deswegen machen wir nochmal ein kurzes Päuschen. Nächste Folge haben wir es dann hier hoffentlich fertig. Und dann... Ja, können wir das, den Busbahnhof bauen, danach gehen wir dann in die anderen Städte und dann haben wir hoffentlich so viele Leute, dass unser kleines Las Vegas hier richtig viel Kohle macht und das sich dann auch selbst finanzieren kann. Gut, also wir machen dann in der nächsten Folge weiter. Danke fürs Zuschauen und bis dann.